Der Argentinier Lionel Messi ist erneut als bester Fußballspieler der Welt ausgezeichnet worden. Der Ballon d'Or wurde ihm zum 8. Mal verliehen. Im Dezember hatte der 36-Jährige mit Argentinien die WM in Katar gewonnen. Den Preis für die beste Fußballspielerin der Welt erhielt die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati. Sie war bereits vom Europäischen Fußballverband UEFA als beste Spielerin geehrt worden. Bei den Männern wurde der Norweger Erling Haaland Zweiter und der Franzose Kylian Mbappé Dritter. Haaland heimste den nach dem 2021 verstorbenen deutschen Torjäger Gerd Müller benannten Preis als bester Stürmer des Jahres ein.